Ich freue mich, heute hier über Sonifikation berichten zu können, was mir ein sehr am Herzen liegendes Arbeitsfeld ist. Ich leite in Bielefeld eine Gruppe für Ambient Intelligence und versuche eben dort auch die Sonifikation in Anwendung in dem Bereich zu bringen. Und eher zum Schluss dieses Vortrags kommen in diese Richtung auch noch ein, zwei Beispiele. Den Fokus heute möchte ich legen auf einen sehr allgemeinen und ideenorientierten Zugang zur Sonifikation. Ich möchte viele Beispiele bringen, viele Hörbeispiele, diesen Raum aufspannen. Ich habe dabei aus den eigenen Arbeiten einen Filter gesetzt in Richtung auf die Situation, wo unser Sehsinn nicht oder nur teilweise zur Verfügung steht, sodass es hoffentlich hier für dieses Interesse, für dieses Seminar eben besonders relevant ist. Wenn es aber noch Seitenlinien gibt, die ich erwähne, die dann von Interesse sind, können wir dann im Anschluss da hoffentlich gerne noch weiter zu diskutieren. Ich fange mal an mit einem allgemeinen Teaser für eine große Werbung für Sound, für Klang. Klang ist tatsächlich eine sehr vernachlässigte Modalität. Wenn man sich einen Arbeitsplatz vorstellt, in dem Daten analysiert werden, Data Mining betrieben wird, dann hat man üblicherweise große Bildschirme, jemand, der da vorsitzt und Grafiken anschaut. Und das Einzige, was man dort hört, das ist vielleicht das Klicken der Maus oder der Lüfter vom Rechner, der spitzen muss. Aber Klang spielt da einfach keine Rolle. Und das ist im krassen Gegensatz dazu, dass wir eigentlich ständig und permanent in einer akustischen Welt eingebettet sind, wo wir stets unheimlich viel über das Hören von unserer Umgebung erfahren, unsere Aufmerksamkeit gelenkt wird, fast jeder Fußschritt uns durch eine klangliche Rückmeldung darüber informiert, auf welchem Grund wir gerade schreiten, wie groß der Raum ist, also viele Dinge, die wir unbewusst und unterbewusst verarbeiten. Hier sehen wir, dass es da eine große Diskrepanz gibt. Dabei gibt es eben einfach große Vorteile für das Gehör. Wir haben im Hören eine sehr hohe Zeitauflösung. Wir können holistisch hören und dadurch viele Signalströme gut zusammenbringen. Das Hören ist eine hervorragende Aufmerksamkeitssteuerung. Unser Hörsystem ist extrem lernfähig. Wir können mühelos und sehr schnell neue Laute abspeichern, wiedererkennen. Man spricht da von auditiven Gestalten. Wir können sie identifizieren und dann aber auch Änderungen wahrnehmen. Und zudem haben wir noch die Möglichkeit, stationäre Klänge mit der Zeit auszublenden, habituieren und dann selektiv zu sein zu Änderungen. In der Wissenschaft hat das Hören schon eine gewisse Tradition. Sicher kennen alle das Stethoskop als das Paradebeispiel für Hören in der Wissenschaft. Aber auch der Geigerzähler ist ein Instrument, wo das Hören eine Rolle spielt. Und naja, in vielen praktischen Bereichen ist das Hören nicht wegzudenken. Zum Beispiel in der Diagnose von Maschinen, wenn man mit seinem PKW in die Werkstatt fährt, dann ist die erste Sache, die man gefragt wird, bitte mal den Motor zu starten. Und über den Klang des Motors weiß der Mechaniker schon sofort, ist es der Auspuff oder sind es die Ventile oder was auch immer. Da ist das einfach eine Methode, um zu beschleunigen, um schnell in die richtige Idee hineinzukommen. Und so ähnlich, denke ich, macht es Sinn auch im Bereich des Studiums von komplexen Daten, dass man durch Sonifikation schnell den Eindruck gewinnt, handelt es sich hier um Clusterdaten, handelt es sich hier um Daten mit linearen Abhängigkeiten, wie ist die intrinsische Dimension der Daten, um dann informierter die entsprechenden Analyse- und Data-Mining-Verfahren anwerfen zu können. Nun, die Sonifikation strebt nun also an, unsere Hörfähigkeiten, die wir in unserer normalen Welt kennen und benutzen, die zu erweitern auf die normalerweise stillen, klanglosen Bereiche zu erweitern und in solchen Datenwelten sinnvoll nutzbar zu machen. Ich möchte heute eine schnelle Einführung in Sonifikation geben und in die Techniken und dann fokussieren auf Anwendungen, in denen unser Sehsinn nicht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Anwendungen im Bereich des Rundfunks, im Bereich von sportlichen Bewegungen, auditive Sportspiele, im Bereich von der Exploration von Daten, wobei ich da auf Streudiagramme und einfache Funktionen ein bisschen konzentrieren werde, dann aber auch interaktive Sonifikation von nonverbalen Signalen zur Unterstützung von sozialer Interaktion. Und hier und dort gibt es dann nochmal so Seitenlinien, die ich kurz erwähnen werde. Und zum Schluss zumindest eine wichtige Empfehlung aus meiner Erfahrung in Bezug auf das Design von akustischen Schnittstellen bringen. Da ist vielleicht aber auch der Ankerpunkt dann für eine anschließende Diskussion, um auch
Ihre Meinung dazu zu hören. Okay, Sonifikation, der Begriff ist so ein bisschen länger schon auf dem Markt. 1994 gab es mit Auditory Display die erste Konferenz international zu diesem Thema. Die Definition hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich habe 2008 versucht, eine neue Definition zu liefern, die so ein bisschen den Ansatz von notwendigen und hinreichenden Bedingungen verfolgt, ein bisschen mathematisch inspiriert. Die sagt, eine Technik, die Eingabedaten nutzt und Klänge erzeugt, kann Sonifikation genannt werden, dann und genau nur dann, wenn erstens der Klang objektiv messbare Eigenschaften der Daten repräsentiert, zweitens die Transformation systematisch ist. Das heißt, es ist ganz klar festgelegt, wie die Daten in Klang umgewandelt werden. Drittens, dass der Vorgang reproduzierbar ist. Reproduzierbarkeit, eines der wichtigen Zutaten für die wissenschaftliche Methode, das Experiment. Viertens, dass das System dann mit den gleichen Daten nochmal oder auch gerne mit anderen Daten benutzt werden kann. Und man fragt sich, was ist der Hintergrund für diese Anforderung? Aber so ein bisschen der Kontext ist, dass der Begriff teilweise sehr unscharf verwendet wurde. Zum Beispiel, wenn jemand am Klavier improvisiert, ist dann der Klang eine Sonifikation des Gefühlszustands des Pianisten. Und diese Definition sagt nein, weil der Gefühlszustand ist in diesem Fall nicht in Daten objektiviert. Und daher ist das erste Kriterium verletzt und so weiter. Man kann also diese Definition benutzen, um sich zu orientieren und aber auch zu klären, dass Sonifikation hiermit definiert ist als eine wissenschaftliche Methode, als etwas, was Daten systematisch darstellt und genauso benutzt werden kann, wie wir wissenschaftlich zum Erkenntnisgewinn Visualisierungstechniken benutzen. Das mag auch vielleicht wichtig sein, wenn man mit diesem Thema Drittmittel für die Forschung zum Beispiel einwerben möchte. Es gibt da sicherlich auch noch andere Auffassungen. Sonifikation spielt auch eine wichtige Rolle im Bereich der multimedialen Kunst. Das wäre ein anderes Thema. Sonifikation ist über diese Definition als ein Gattungsbegriff definiert, ebenso wie Visualisierung. Und darunter fallen dann eben eine ganze Reihe von Sonifikationstechniken. Das sind zum Beispiel Audifikation, auditive Icons, Irkens, Parametermapping, modellbasierte Sonifikation und hoffentlich noch in der Zukunft weiter zu entdeckende Techniken, wie man Klang und Daten neuartig verknüpfen kann. Aber Sonifikation ist nicht nur die Bezeichnung einer wissenschaftlichen Methode, sondern wird auch manchmal benutzt als zur Bezeichnung des Algorithmus, aber manchmal auch zur Bezeichnung des Klangs, der dabei als Ergebnis rauskommt. Ich spiele Ihnen jetzt eine Sonifikation vor, da verwende ich den Begriff für den Klang selbst, für die Audiodatei. Also es ist so ein bisschen situationsabhängig. Ich möchte vielleicht kurz, falls Sie das nicht schon alle wissen oder kennen, Beispiele für Sonifikationstechniken geben, dass Sie so das mal gehört haben. Audifikation ist die direkte Übersetzung von Daten 1:1 auf ein akustisches Signal. Sozusagen die Daten stellen in ihrer Variation das zeitvariate Audiosignal dar. Das bietet sich für einige Daten besonders an, zum Beispiel für seismografische Daten. Unsere Erdkugel ist eigentlich auch nichts anderes als ein großes Trommelfell. Und wenn man irgendwo eine Explosion hat, dann schwingt eben die Erdkruste. Dann liegt es nahe, dass man mit einer direkten Messung, wie beim Grammophon sozusagen, diese Variation auf ein Audiosignal überführt. Und da kann man auch schöne Strukturen hören. Hier oben hören Sie mal ein Beispiel von Florian Dombois, der in dem Bereich gearbeitet hat. Erdbeben an verschiedenen Stellen. Sie sehen, hier wird auf der Karte geklickt. Das ist ein Erdbeben im Pazifik. Ein anderes. Wir hören jetzt ein drittes Erdbeben, das vor Afrika. Und ein viertes in Kalifornien. Und man hört auf dem ersten Eindruck, dass das eine ganz unterschiedliche Klanglichkeit ist. Wenn wir einfach nur diese Zacken sehen, diese Kurven auf dem Seismographen, die sehen gar nicht so unterschiedlich aus. Klar, im Spektralplot sieht man schon Unterschiede, aber diese viele Qualitätsunterschiede, die da drin sind. Wie viel Zeit war das jetzt? Das ist so ein Faktor 1000, mit dem man üblicherweise komprimiert. Diese subtilen Eigenschaften, dass es so einmal wasserartig klingt in einem großen Raum oder sowas, das, unser Ohr verarbeitet das in Split Seconds. Und visuell ist das wesentlich schwieriger zugänglich. Aber eben eingeschränkt auf gewisse Datentypen nur.
So auditive Icons sind so Klänge, bei denen man sofort merkt beim Hören, was damit bezeichnet werden soll. Also ein schönes Beispiel, wenn man eine Datei beim Computer in den Mülleimer zieht, dann macht es so ein Papierzerknüllgeräusch, weil das den Vorgang etwas in den Müll werfen suggeriert. Ne? Und das kann man auch weiterdenken und zum Beispiel in Abhängigkeit von der Dateigröße unterschiedliche Klänge erzeugen, dass alte Dateien anders klingen als neue Dateien, die in den Mülleimer geworfen werden. Unsere Welt, akustische Welt, ist unglaublich vielfältig. Warum ist es beim Computer so stereotyp und läuft auf das Abspielen einer und derselben Audiodatei hinaus? Also unverständlich, und ich glaube, dass das, wenn das ernst genommen wird, auch viel beiträgt zu einer Akzeptanz solcher akustischen Schnittstellen. Deswegen gehe ich jetzt mal hier schnell drüber weg. Ihr kennt sie sicherlich alle, sowas zum Beispiel. Oder sowas. Ne? Klänge, die musikalisch sind, die intrinsisch nichts aussagen, aber wenn man sie in einem gewissen Kontext kennengelernt hat, dann kann man die Assoziation, die damit gemeint ist, verstehen und erinnern. Deswegen sehr lernaufwendig. So ein Parametermapping-Sonifikation ist die Idee, dass einzelne Datenattribute auf einzelne Klangattribute abgebildet werden. Zum Beispiel eine Temperatur auf eine Tonhöhe oder auf eine Luftfeuchtigkeit auf einen Rauschanteil oder sowas des Klangs. Und wenn dann die Daten entsprechend variieren, variiert entsprechend auch der Klang. Man muss dann also dieses Mapping zur Hand haben, um diese Sonifikation zu verstehen. Wir hören jetzt hier mal einen Datensatz, einen Iris-Datensatz, 150 Iris-Pflanzen. Jede Pflanze erzeugt einen einzelnen Pington und die Überlagerung all dieser Töne bildet dann die Sonifikation, so eine typische Mapping-Sonifikation. So, und wir haben 150 Töne gehört. Wir haben sofort gemerkt, die zerfallen in zwei Gruppen, eine Brumm und eine Brumm. Und das sind offensichtlich, ist da eine Clusterstruktur in den Daten, das hören wir auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick, das ist natürlich sehr gut gesagt, aufs erste Ohr sozusagen. Und man kann diese verwenden wie sozusagen Scatterplots, allerdings eben akustische Scatterplots. Und dann gibt es noch die modellbasierte Sonifikation. Das ist ein Ansatz, den ich in meiner Doktorarbeit entwickelt habe, wo die Daten nicht auf klangliche Parameter abgebildet werden, sondern wo man aus einem Datensatz ein klangfähiges Objekt aufbaut, ein virtuelles Datenmaterial. Und dann kann man es beklopfen, so ähnlich wie wir das gewohnt sind, im Supermarkt auf Melonen zu klopfen, um zu hören, ob die schon reif oder schon über sind. Dann, dass man seine Daten abklopfen kann und man kriegt eine akustische Antwort, die dann aber strukturselektiv ist. Das kann man machen für unterschiedliche Strukturen. Das ist ein bisschen abstrakt, das Verfahren. Aber so könnte zum Beispiel ein Datensatz, der intrinsisch zweidimensional ist. Und so klingt ein intrinsisch vierdimensionaler Datensatz. Na? Na, jetzt habe ich hier einen. Brillanter, ne? Würde jetzt zu weit führen, da in die Details einzusteigen. Bitte? Das ist so ringmoduliert oder so. Das ist ein wachsendes Neuronengas, welches in die Daten hineinparametrisiert sind. Dann gibt es Energieflussregeln von den Knoten des neuronalen Gases. Das können wir vielleicht im Anschluss diskutieren. Wichtig ist für die interaktive Sonifikation zu unterscheiden, dass wir eigentlich zwei Arten von Klänge haben. Wir haben passive und aktive Klänge. Passive Klänge sind Klänge, bei denen wir nicht beteiligt sind, die in unserer Umwelt klingen. Aktive Klänge sind welche, die in Bezug auf eigene Aktivitäten eben geschehen. Hier, wenn ich ein Glas auf den Tisch abstelle oder sowas. Der Unterschied ist deswegen relevant, weil ich davon ausgehe, dass jede Aktion, die wir Menschen machen, eben auch eine Art von akustischer Anfrage an die Welt ist. Und wenn ich auf eine Oberfläche schlage oder eine Melone klopfe, dann mache ich sozusagen eine Anfrage und das Objekt antwortet akustisch und diese Information kann ich vernetzen mit meiner dedizierten Anfrage, um etwas darüber zu lernen. So ähnlich wie im Visuellen braucht man unterschiedliche Ansichten ein und desselben Objekts, um die dreidimensionale Struktur zu verstehen. Man braucht mindestens zwei Augen für 3D-Sehen. Und wenn wir eine Tasse oder eine Skulptur von verschiedenen Seiten anschauen, erst dann verstehen wir wirklich die dreidimensionale Struktur des Objekts. So ähnlich, denke ich, ist es erforderlich, dass wir unterschiedliche akustische Ansichten von Daten bekommen, um im Geiste die dann zu verrechnen zu können zu einem wirklichen Verstehen der Struktur der Daten.
Und die Art und Weise, wie wir allerdings akustische Ansichten generieren, ist nicht durch Hinschauen, sondern durch Interagieren. Jede Interaktion, jedes Klopfen gibt uns, oh, hier klingt es hohler als hier am Rand, gibt uns eine Möglichkeit, eine akustische Rückmeldung zu kriegen, die wir dann vernetzen können mit dem, was wir gemacht haben. Und in dieser Richtung bietet eben Interaktion uns die Möglichkeit, mehrere Sinneskanäle produktiv zu verbinden, zum Beispiel das Visuelle, das Taktile, das Haptische, das Akustische. Und gleichzeitig wird dadurch eine geschlossene Interaktionsschleife konstituiert. Wir fühlen uns dadurch mehr in Kontrolle. Das hat einen Interaktionsfluss, das ist eine befriedigende Interaktion. Und wir haben durch diese engere Kontrolle auch eine höhere Leistungsfähigkeit. Es geht eben reibungsloser, als wenn wir erst immer eine ganze Sonifikation von Anfang bis Ende hören müssten und dann nicht eingreifen können, nicht steuern können. Und nach diesen Interaktionsschleifen kann man auch dann die Sonifikation organisieren. Wenn man zum Beispiel keine Aktion macht, dann ist man im Bereich des Monitorings, einfach Informationen im Hintergrund zu verfolgen. Wenn man interagiert und diese Interaktion aber auf das Sonifikationsverfahren selber greift, dann ist man im Bereich der interaktiven Sonifikation. Dann kann man sich auch vorstellen, dass man nicht Parameter der Sonifikation verändert, sondern eine Datenselektion macht, dann wäre man aus der Sicht im Bereich der Navigation. Es könnte aber auch sein, dass das Verhalten des Menschen selber die Daten liefert, die Input sind eines Sonifikationsverfahrens, und dann würde man das als ein akustisches Biofeedback betrachten. Und das gibt es viele Zusammenhänge zum Thema Bewegungslernen und Verhaltenslernen. Da werde ich auch welche bringen. Und die größte Schließung dieser Schleife, da habe ich jetzt hier aber als Human Activity Supported by Sonification genannt. Das ist für all diese Zusammenhänge, in denen wir eigentlich nichts machen, um bewusst Klänge zu erzeugen. Ich meine, wenn ich jetzt hier eine Tür ins Schloss ziehe, dann mache ich das, um die Tür zu schließen und nicht, um dieses Klack zu hören, was passiert, wenn die Tür einrastet. Aber dieses Klackgeräusch ist natürlich unglaublich nützlich, weil ich dann weiß, dass dieser Vorgang abgeschlossen ist und ich dann loslassen kann, zum nächsten überzugehen. Das heißt, der Klang unterstützt unser Handeln in der Welt, ohne dass er selbst explizit Gegenstand meiner Handlungsintention wäre. Und ich glaube, dass man in diese Richtung, wenn man Klang so versteht, noch einen guten Anknüpfungspunkt hat, um Mensch-Maschine-Interaktionen zu verbessern. So, jetzt gehen wir durch etliche Anwendungen durch. Die erste, die ich vorstellen möchte, ist, was ich in den letzten Jahren intensiver gemacht habe, unter anderem in Zusammenarbeit mit Gerold Bayer. Die Sonifikation des menschlichen EEGs, das ist also medizinische Daten. Einfach nur, dass Sie mal solche Sonifikationen auch hören. Wir hören zunächst mal eine Parameter-Mapping-Sonifikation von einem beginnenden epileptischen Anfall. So. In 20 Sekunden hören Sie also zunächst die Aktivität des Gehirns und dann beginnt eine Epilepsie. So. Das ist normale Gehirnaktivität. Das sind so Muskelartefakte. Jetzt geht's los. Und wir haben gehört, die Dynamik im Gehirn ändert sich gänzlich. Es wird was Rhythmisches, was Strukturiertes, wobei es davor was ganz anderes war. Und vielleicht, also wenn man es mehrfach hört, man merkt auch, dass sich dieser Rhythmus stabilisiert, dass der eher am Anfang meandert und zum Schluss bap, 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 sehr gleichmäßig wird. Diese Eigenschaften in den Daten kann man viel besser hören, als dass man sie sehen kann. Hier sehen wir so eine Datenspur, und ob das jetzt eine konstante Frequenz ist oder ob das stolpert, das sieht man relativ schlecht. Hören tut man es auf den ersten Eindruck. Ich spiele mal eine andere Sonifikation vor, die eher ereignisorientiert ist, wo in diesen Datenkurven immer diese Maxima gefunden werden und jedes Maximum erzeugt einen einzelnen Klang, den man abhängig machen kann von dem Weg zum letzten Maximum etc. Das klingt dann so. Wir hören wieder Artefakte. Das sind diese. Und jetzt beginnt die Epilepsie. Und wieder Hintergrundaktivität. Und Sie können sogar beim ersten Mal hören, drei akustische Phasen unterscheiden: Background, Artefakte und Epilepsie, ohne dass Sie überhaupt was trainiert haben.
wie gut können Sie werden, wenn Sie jetzt ein halbes Jahr investieren, um diese Sonifikation richtig zu lernen. Dann könnte es einsetzbar sein im Bereich der Diagnostik. Nun, das Tolle an Sonifikation ist auch, dass man es benutzen kann, wenn der Visus für andere Zwecke gebraucht wird. In der Regel ist es bei Epilepsie so, dass man entweder auf den Monitor, auf die EEG-Schreiber schaut oder mit dem Patienten interagiert. Aber beides gleichzeitig ist fast unmöglich. Ist in unterschiedlichen Räumen. Durch Sonifikation kann man jetzt im Kontakt mit den Daten sein und gleichzeitig ein Kind zum Beispiel beobachten. Das hören Sie hier. Das ist eine Sonifikation von Gerold Bayer und Sven Saale. Die so ein bisschen mehr musikalisch organisiert ist. Und jetzt setzt die Epilepsie ein. Und schon wieder vorbei. Das war ein Absence. Und Sie sehen also dieses Zusammenführen. Der Visus bleibt frei, um mit dem Patienten zu interagieren. Aber über das Hören können die Daten inspiziert werden. Bringt da einen unglaublichen Mehrwert. Sodass man jetzt dabei ist, dass wir das klinische Monitoring zu erschließen. So, ganz etwas anderes. Sonifikation im Bereich des Rundfunks. Da haben wir im Jahr 2003 mit der Wettervorhersage ein Projekt gemacht, welches das Wetter der nächsten 24 Stunden in eine 12-sekündige Klangcollage überführt. Und zwar ganz strikt ordentlich datengetrieben, sodass man hören kann von Mitternacht bis Mitternacht, wie wird das Wetter morgen sein. Wenn man sich vorstellt, man würde diese Informationen sprachlich geben wollen und das für all diese Kanäle, Bewölkungsgrad, Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Luftfeuchtigkeit, Temperatur, dann muss ich nur mal anfangen, um 2 Uhr morgens ist die Temperatur bei 18 Grad, die Luftfeuchtigkeit bei 80%, die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 0%, die Windgeschwindigkeit bei 8 und so weiter und so fort. Und ich habe nur eine Stunde vorgelesen, ich bräuchte Minuten, wenn nicht eine halbe Stunde, um all diese Informationen zu geben und niemand könnte sie vernünftig sich merken. Mit einer Verklanglichung gelingt es nun in 12 Sekunden, diese Information zu komprimieren und auch noch einen zeitlichen Abriss zu haben. Um sich dort ein bisschen besser zu orientieren, haben wir um 6 Uhr morgens einen Wecker gespielt, mittags einen Gong und abends zum Feierabend wieder einen Wecker. Dann wissen Sie ungefähr, um welche Zeitpunkte es sich handelt. Ansonsten hören Sie die Temperaturkurve als so ein Vibraphon-Instrument, also so Gongs. Und Wind und Regen sind einfach und verständlich, dass Sie da nicht viel lernen müssen. Wir hören mal in seinen Frühlingstag hinein. Temperatur steigt. Der Gong. Und Sie hören eigentlich nur diesen Gong, die Temperaturkurve. Es wird wärmer und wird wieder kälter. Und Sie hatten da noch vielleicht Vögel gehört. Das war ein Emo-Marker. Der wird datengetrieben dann ausgewählt, wenn ein emotionales Wetterprototyp, Wetterlage erreicht wird, zum Beispiel schönes Spaziergehwetter. Ganz anders klingt ein schäbiger Novembertag, da können wir auch mal reinhören. Sie hören den Regen, Wind und einen tiefen Brunnenton, das haben wir genommen für die Bewölkung, für dichte Bewölkung. Und wenn Sie einmal so ein bisschen vertraut sind mit diesen Klängen, dann haben Sie sofort den Eindruck, brauche ich einen Regenschirm oder nicht? Wird es windig? Wird es kalt? Die Töne waren tief. Wir haben Rückmeldungen gekriegt von den Radiohörern, dass sie durchaus diese Art von Verklanglichung sehr schätzen, weil das einen direkten Zugang gibt, der nicht über den Umweg Sprachverstehen, Sprachinterpretieren, Konzepte geht, sondern der sozusagen sehr eindrücklich emotional das Wetter abbildet. Es ist eine Chance, hier vollkommen neue Datenformate im Rundfunk zu etablieren. Und da sind wir dabei. Seit 1,5 Jahren gibt es eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutschlandradio Kultur. Und dort gibt es eine neue Serie, die Serie Sonarisation, die ich wissenschaftlich begleite, zusammen mit Markus Gammel. Und wir hatten im letzten Jahr mit Tweetscapes dort den Piloten gestartet. Anselm Venezia Nils war hier als Klangkünstler hochaktiv in Konzept und Gestaltung involviert. Und Tweetscapes erlaubt sozusagen in den deutschlandweiten Twitter-Traffic hineinzuhören. Ich
glaube, ich würde es lange brauchen, um das alles im Detail zu erklären. Ich spiele einfach mal eine Tweetscapes vor. Hier sehen Sie dann gleich eine Visualisierung, die auch grafisch zeigt, wo diese Tweets gerade abgeschickt wurden und Texte dazu suggeriert, also diese Hashtags-Texte. Und es dominiert auch ein Klang. Jedes Thema bekommt bei diesen Tweetscapes einen eindeutigen Klang zugeordnet. Zum Beispiel hatten wir mal die Situation, dass viel über den Papst geredet wurde. Das klang dann so. Moment, der Papstklang ist dieser hier. Und für Piraten wurde dieser Klang zugeordnet. Das passiert durch einen Algorithmus, der aus dem Wort ein Hashtag generiert und also ein Hash generiert, und dieses Hash beeinflusst dann die Suche in einer Klangdatenbank, sodass sobald dieses Wort wiederverwendet wird, reproduzierbar der gleiche Klang auch erzeugt wird. Und dadurch können wir dann zwar nicht genau sagen, welcher Klang jetzt gehört zu Apple oder zu Microsoft oder zu CDU oder Stuttgart 21, aber wenn das gleiche Keyword wieder gepostet wird, ist es der gleiche Klang und man kann ihn erinnern und wiedererkennen. Und ich habe gehört, dass es tatsächlich auch eine Community von blinden Nutzern gibt, die regelmäßig in Tweetscape mal reinhören, um so mitzukriegen, was läuft da gerade. Ist auch auf tweetscapes.de online. Nun, das zeigt, es gibt Möglichkeiten, im Radio etwas zu machen, was jenseits ist von, ich sag mal, Sprache und Musik. Sonifikation kann da Daten neuartig vermitteln. Und sowas wie Börsendaten und Sportdaten sind natürlich auch von Interesse und da sind wir auch dran. So, das Wetter ist nicht mehr, auf Sendung. Das war unser Pilotprojekt, aber da habe ich schon Interesse, dass wir das nochmal modernisieren und dann auch vorher nochmal wissenschaftlich optimieren, bevor es dann auf Sendung geht. Und vielleicht kann sowas Bestandteil von Radioprogramm werden. So, ich möchte jetzt in den kommenden, in den verbleibenden 20 Minuten drei Anwendungen fokussieren, zumindest die ein bisschen genauer darauf eingehen, die was zu tun haben mit dem Bereich, wo blinde Menschen, sehgeschädigte Menschen besonders von profitieren. Das erste ist eine Zusammenarbeit mit Florian Grond und Trixi Drossard, einer Pädagogin aus Hamburg, die im Rahmen ihrer Abschlussarbeit die Sonifikation an blinden Mathematikschülern getestet hat. Und es geht hier in dem Projekt Sonic Function darum, mathematische Funktionen hörbar zu machen. Sowas gibt es natürlich schon, diese sogenannten Auditory Graphs oder Sound Graphs. Während meistens bei diesen akustischen Graphen einfach der Funktionswert auf die Tonhöhe abgebildet wird, wenn wir also eine Funktion haben, die hoch geht und wieder runter geht, dann klingt das Das ist so einfach, ist ein Auditory Graph. Es gibt viele Programme, die das unterstützen. MathTrax ist ein sehr bekanntes und beliebtes dabei. Aber eigentlich spielt hauptsächlich die Tonhöhe dabei eine Rolle. Und viele Eigenschaften von Funktionen, die man im Grafischen eigentlich eher als eine holistische Gestalt wahrnimmt, wie zum Beispiel, dass hier ein lokales Minimum, da ein Nulldurchgang, hier ein Maximum, hier ein Krümmungswendepunkt ist, die ergeben sich durch das Sehen als implizite Eigenschaft, dadurch, dass wir den ganzen Graph persistent im Blick haben. In der Sonifikation mit einem solchen einfachen Ansatz müssen sie sich dadurch ergeben, dass es über die Zeit einen gewissen Verlauf der Tonhöhe gibt. Und nun hatten wir die Idee, wegzugehen von einer einfachen Tonhöhe-Kodierung des Funktionswerts hin zu einer Hinzunahme von Kontextinformationen an jedem Punkt, damit so etwas wie extremer Krümmung, Steigung, Wendepunkte explizit auch hörbar wird. Der Vorteil ist, wenn das gelingt, ist, dass man dann nicht mehr strikt durch die Zeit durchfahren muss, sondern die Interaktion zurückgeben kann an den blinden Menschen, der dann durch die Kurve fahren kann und durch das Interagieren schneller die Bereiche verstehen kann, die für ihn von Interesse sind.
Also wir suchen Gestaltäquivalente auf der akustischen Seite zu diesen Mustergestalten, die wir im Visuellen haben. Das haben wir gemacht durch eine Multiparameter-Sonifikation. Und die Idee dafür ist, eine Taylor-Entwicklung zu machen. Wir reden von stetigen Funktionen, differenzierbaren Funktionen. Wenn wir die Taylor-Entwicklung an einer Stelle machen, dann je mehr Terme wir hinzunehmen, desto mehr kriegen wir den Verlaufskontext natürlich korrekt abgebildet. Wir haben in diesem Fall jetzt erstmal die ersten Terme der Taylor-Entwicklung, also die lokale Funktionswertsteigung und Krümmung genommen und die auf akustische Parameter abgebildet. Zudem haben wir da noch ein bisschen Rahmenwerk drum zugetan, eine akustische Bounding-Box, sodass man sich in der Sonifikation besser orientieren kann. Ich glaube, da nehme ich mir jetzt doch nicht so viel Zeit, das alles im Detail zu erklären, weil ich glaube, da sind wir besser aufgestellt, zu den Klangbeispielen zu kommen und ein bisschen mehr Breite zu haben. Aber nur grob gesagt, diese Bounding-Box funktioniert so, dass man, wenn man außerhalb der Plot-Areals ist, ein Rauschen hört. Wenn man innerhalb des Bereichs ist, aber das Signal ist weiter unten oder weiter, kommt oben raus aus der Bounding-Box, dann gibt es eben ein Tiefpass- oder ein Hochpass-gefiltertes Rauschen. Und zudem ist der Klang der Sonifikation noch spatialisiert von links bis nach rechts. Das heißt, man profitiert davon, wenn man das mit Kopfhörern hört. Und ansonsten ist der Funktionswert tatsächlich schon so verwendet, wie man sich das vorstellt. Also wenn es runtergeht, geht der Ton auch runter. Allerdings ist die Steigung abgebildet auf eine Pulsrate. So, und mit diesen Sonifikationen haben wir verschiedene Funktionen ausgesucht. Hier unter anderem eine, wo die Extreme immer schmaler werden oder wo es solche Polstellen gibt oder wo es eine lineare Abhängigkeit gibt. Wir können mal in eine solche Sonifikation reinhören, zum Beispiel in diese hier. Wir sind jetzt links, jetzt laufen wir rein, jetzt laufen wir in den negativen Bereich, da, laufen wir wieder in den positiven Bereich, wir hören diese Pulsrate. Und es wird rauer, weil die Steigung grundsätzlich steiler wird. Jetzt läuft das Ganze wieder zurück, das stoppe ich mal. Vielleicht haben Sie ungefähr, es ist nicht ein reiner Sinus, sondern es wird immer schneller auch, das hört man auch. Vielleicht haben Sie so ein bisschen die grobe Idee, in welche Richtung das läuft. Und wenn man sozusagen ein bisschen darauf achtet, wie ist die Pulsgeschwindigkeit, dann hat man also einen Eindruck davon, ist man lokal an einem Maximum, auch wenn man stehen bleiben würde. Und genau das haben wir dann im Weiteren auch gemacht, aber erst haben wir diesen Ansatz mit Mathematikschülern getestet. Das hat die Trixie Drossard gemacht in Hamburg mit 17 Versuchspersonen und mit einem Computer, wie man es hier sieht, mit den Cursor-Tasten zum Navigieren benutzt. Und dann sollten die Schüler Marken setzen an kritischen Punkten. Hier sehen wir mal die Punkte, die gesetzt wurden für Extrema, hier Maxima und Minima. Die Marken sind relativ gut gesetzt. Man sieht, dass es eine Korrelation gibt. Je stärker die Krümmung, desto enger und genauer wurden Marken gesetzt. Wir haben diese Daten auch als Funktion der Zeit analysiert und festgestellt, dass es da durchaus Strategien gibt, wie zum Beispiel hier werden in einem Durchgang erst die Nullstellen markiert und beim Zurückgehen durch die Funktion werden Minima und Maxima markiert, um diese Aufgabe zu lösen. Wir haben auf diese Weise auch Feedback gesammelt von den Versuchspersonen und dieses Feedback dann auch benutzt, um die Sonifikation weiterzuentwickeln, und eine solche Weiterentwicklung spiele ich Ihnen jetzt mal vor, nämlich wo wir anstatt einfacher Töne zu einem Multiparameter-Mapping vokale Klänge benutzen. Weil jetzt war der Nulldurchgang nicht zu hören. Beim ersten Beispiel war der Nulldurchgang ja nicht zu hören. Doch, der war im Prinzip hörbar gemacht, dadurch, dass bei negativen Zahlen eine Tiefpassfilterung passiert ist. Da haben Sie so ein bisschen gehört, dass es da leiser wurde. Können wir vielleicht im Nachgang dann nochmal genauer hören? Hier haben wir jetzt vokale Klänge benutzt, einfach deswegen, weil die Vokalfarbton IO etwas ist, was unabhängig von Lautstärke und von Tonhöhe perzeptuell eine Qualität ist, die wir sehr leicht erkennen. Wir haben sogar ein eigenes Zentrum, ein Sprachverarbeitungszentrum, um vokale Klänge zu prozessieren. Und wir können in diesem Video mal sehen, wie man jetzt interaktiv durch eine
Funktion durchfahren kann. Na? So, zunächst mal hören wir hier nur die Funktionswerte. Hier haben wir einen Sattelpunkt. Funktionswert geht wieder hoch und wieder runter. Das ist also jetzt nur die Verwendung des Funktionswerts für die Tonhöhe. Im nächsten Schritt nehmen wir jetzt die erste Ableitung. Die wird in diesem Fall auf den Vokal gemappt. Sie hören Variationen von A bis I. Ist vielleicht noch nicht besonders gut hörbar, weil im Moment die Krümmungsinformation noch nicht dabei ist. Die Krümmung wird auf die Schärfe gemappt. Und wenn man jetzt mit der zweiten Ableitung als einzige Information durchfährt, sieht man dort, wo die Krümmung groß ist, hört man einen scharfen Klang. Und wo es flach ist, einen dumpfen Klang. So, das Schöne passiert jetzt, wenn man diese drei Informationen fusioniert und gleichzeitig benutzt. Wir gehen wieder durch die Funktion. Dann kriegen wir auf einmal eine Art Gesang raus, wo es zwischen Aia hin und her meandert. Und das ist jetzt ein Klang, wo man selektiv auf die einzelnen Merkmale hören kann. Und wenn man die Interaktion dem Nutzer überlässt, kann er aus jeder Stelle Sinn machen. Wir haben auch eine Studie gemacht, in der wir sozusagen das Vermögen dieser Sonifikation untersucht haben, Ähnlichkeit zu bewerten zwischen Funktionen. Aber das würde jetzt ausufern, aber da kann ich Ihnen gerne einen Link auf dem Journal Paper geben, wenn Sie das interessiert. Schlussfolgerung: Mit diesen Multiparameter-Sonifikationen haben wir akustische Fingerprints sozusagen gemacht, die, wenn man an einer konstanten Position hört, kontextuelle Informationen bekommt und dadurch die Interaktion frei bekommt, die Zeitachse frei bekommt für die Interaktion. Ein Spin-off in diese Richtung von solchen Techniken, um Daten besser zu verstehen, haben wir gemacht mit Tangible User Interfaces, mit aktiven Tangible Objects, die wir, ist ein anderer Bereich, in dem wir in meiner Gruppe forschen, Tangible User Interfaces, und mit diesen kleinen Objekten, 5x5 cm groß, haben wir fahrende Mini-Roboter, die eben repräsentieren, auch Daten repräsentieren können. Wir können das jetzt mal in diesem Video sehen. Hier handelt es sich um die Benutzung solcher Objekte für Sonic Scatter Plots. Das ist der Eckhard Riedenklau, der dieses Projekt implementiert hat. Wir sehen ihn an einem Tisch. Diese Objekte fahren erstmal in die Schwerpunkte von Clustern in den Daten. Kurz werden die Daten auch gleich angezeigt, das sind diese Punkte. Da sind also die Objekte hingefahren und als erstes kann der Blinde dann mit den Händen fühlen, wo sind überhaupt Daten im Streudiagramm. Die fühlt er natürlich einfach, indem er die Objekte tatsächlich haptisch fühlt. So, und erst wenn diese Objekte dann bewegt werden, dann startet auch eine Sonifikation, in diesem Fall eine recht grobe Sonifikation, denn wenn man ein Objekt bewegt, hört man die lokale Datendichte, geschätzt durch eine Kerneldichte-Schätzung. Hier hören wir das. Das ist einfach durch die Tonhöhe, ein ganz, ganz einfaches Mapping. Man kann aber so die Region abscannen. Und das macht natürlich nur Sinn, wenn man das selber in der Interaktionsschleife macht, weil man das dann mit dem Ort verbindet. Und wenn man ein Objekt loslässt, dann hat es so ein Homing-Verhalten und fährt wieder in sein Zuhause, in den Prototyp-Ort von der Vektorquantisierung. Und auf diese Weise kann man jetzt mehrere Cluster explorieren und einen Eindruck davon gewinnen, wie die Daten organisiert sind. Wir haben das mit sehenden Versuchspersonen gemacht, die wir komplett verblindet haben und haben die im Nachgang nach ihrer Explorationsphase den Datensatz malen lassen. Das war sehr faszinierend, wie viel Ähnlichkeit zwischen dem, was die über dieses reinhörende Explorieren verstanden haben, wie viel Überlapp es da gibt mit dem, was tatsächlich die zugrunde liegenden Daten sind. Einige haben sogar bis auf die Ebene von einzelnen Datenpunkten Informationen rekonstruiert. So, ach je, die Zeit läuft viel schneller, als man sich das wünschen würde.
Ich glaube, ich vergröber etwas und mache noch ein bisschen schlaglichtartig ein paar andere Projekte. Eins, was uns sehr am Herzen liegt, das ist die Sonifikation von Körperbewegung. Da haben wir etliche Arbeiten gemacht. In diesem Projekt hatten wir uns das Ziel gesetzt, Aerobic-Bewegung zu sonifizieren. Das kennen Sie vielleicht, das sieht so aus. Ein Vorturner macht Übung und viele Sportler machen das nach. Da geht es oft um recht Übungen, die eine aufwendige Koordination brauchen und eine visuelle Abnahme. Und oft ist es so, dass man als, ist das eine Frage? Nö. Okay. Oft ist es so, dass der Vorturner selbst durch seinen eigenen Körper sich verdeckt und blinde Menschen können gar nicht sehen, was der Vorturner macht. Wie können solche Menschen Teilhabe haben an Aerobic-Übungen? Nun, die Idee ist, dass man diese Übungen sonifiziert. Dabei hat man das Problem, dass natürlich sehr viele Informationen sind, die da vermittelt werden müssen. Wir haben da wir verwenden da Sensoren, die wir am Körper anbringen. Wir haben unter anderem durch solche Potentiometer Goniometer gebaut, die dann den Winkel eines Ellenbogen oder eines Knies erfassen können. Diese werden abgenommen mit einer Eigenentwicklung von uns in Lego-Steinen eingebautes Sensing-System, was diese Daten per Bluetooth weiterschickt. Die können zum Beispiel an Armen befestigt werden. Und diese Daten kommen dann in einen Rechner, wo sie sonifiziert werden. Mittelfristig kann das dann auch direkt am Körper sein. Und ich spiele Ihnen einfach mal so eine Sonifikation vor. Da sehen Sie jetzt hier mich auf dem Bildschirm selbst vortouren. Die Beine sind also durch solche tiefen Klänge jetzt dargestellt. Sie hören, dass es einen Rhythmus gibt. Sobald ich die Arme hinzunehme, hören Sie andere Klänge. Die meisten schmunzeln dabei, das ist auch vielleicht etwas lustig. Aber jetzt hören wir gleich eine andere Koordination, wo die Arme abwechselnd sind und Sie hören, es ist was anderes. Und ein blinder Mensch, der diese Klänge versteht, weiß, dass sich dort die Übung ändert und welcher Arm gerade aktiv ist. Jetzt gleich hören die Beine auf. Sie hören, der untere Rhythmus stoppt. Und jetzt sind es nur noch die Arme, genau. Jetzt kommen die Beine abwechselnd hinzu und so weiter. Also ich bin der Meinung, diese Sonifikation ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber ein erster Beleg dafür, dass hier Bewegungsqualitäten in Klang übersetzt werden können, sodass sie für jemanden verstehbar sind, ohne dass man alle Details erklären muss. Wir haben das auch nochmal anders gemacht, mit so einem eventbasierten Ansatz. Ja? Das war nicht automatisch generiert, sondern per Hand. Nein, das ist automatisch. Die Sensor real-time, live. Ah. Ja, die Sensoren erfassen das, wird per Bluetooth verschickt, wird in real-time in ein Mapping gesetzt und während der Bewegung passiert es. Hier ist eine andere Übersetzung, wo wir an den Wendepunkten perkussive Klänge spielen. Dadurch wird man zum menschlichen Schlagzeug sozusagen. Und zwar ist es jetzt hier eine Hi-Hat, eine Snare-Drum, ein Basston und ein Klavinova-Klang. Und Sie können mal hören, wie das klingt. Man hört also ein Stolpern in den Klängen. Gut, ich will Ihnen das Weitere ersparen, aber Sie haben dann vielleicht die Idee, dass Sie sozusagen unterschiedliche Instrumente haben. Und da kann man gucken, was ist gut geeignet. Also gerade wenn es um rhythmische, periodische Übungen geht, wo es auf eine Koordination, gleichzeitiges Aufkommen auf den Boden mit Anwinkeln eines Arms geht, können Sie dann genau hören, wo sind Sie da vorher oder hinterher, wo ist eine Desynchronisation, wo kann man jetzt durch eine Handlung die Bewegung besser machen, wie man sie soll. Deswegen haben wir das auch im Bereich des Tanzes sogar mit Balletttänzern in Berlin eingesetzt, ein etwas anderes Verfahren allerdings. Also ich kann mein Geräusch auch hören, also dass ich die Rückmeldung habe. Genau, man könnte das... Mein Geräusch mit dem Turnergeräusch vergleichen. Ja, das haben wir jetzt noch nicht gemacht, wir hatten nur ein System und haben erstmal da mit Klänge generiert, aber das wäre natürlich sinnvoll, dass man selber seine eigenen Geräusche auch mal hören kann, um dann besser zu lernen, wie hängen Geräusche und Bewegung zusammen. Biologisch auch anzunähern an die Vorgabe. Genau, genau. Also ich glaube, dass das Bewegungslernen von solchen Techniken sehr profitieren kann. So, ich muss jetzt ganz hart filtern. Also ich erwähne es nur, wenn Sie Interesse haben, können Sie mich danach ansprechen. Wir haben auch so eine Art akustische Einparkhilfe generiert für Bohrmaschinen, die
sozusagen, wenn Sie ein Loch bohren wollen, die Abweichung in beiden Winkeln akustisch darstellt und über Lautsprecher, die an der Bohrmaschine angewandt sind, auch verräumlicht werden. Und wenn Sie dann die Bohrmaschine richtig anliegen haben, können Sie dann das Loch bohren. Auch eine Sache, wo eben Klang, Sonifikation unterstützt, eine Bewegung zu steuern. Das Bohren spare ich mal. Aber wir haben es auch eingesetzt im Bereich von Musikinstrumenten, wo wir hier am Violinbogen, das ist der Tobias Großhauser, der das Projekt gemacht hat, mit Sensoren die Bewegung erfasst wird und dann zum Beispiel das gerade Führen des Bogens unterstützt wird, dadurch, dass Abweichungen von der geraden Linie akustisch rückgemeldet werden. Andere Anwendungen sind im Bereich vom Rhönradsport. Da haben wir ein Rhönrad mit Sensorik ausgestattet. Und Sie hören hier, wie Jessica Hummel, die das Projekt in ihrer Masterarbeit gemacht hat, Bewegungen im Rhönrad ausführt. Hier sind die Sensordaten. Die Frage ist, kann die Sonifikation solcher sportlichen Dinge wie die Radstellung beim Rhönrad die Genauigkeit einer Bewegungsausführung erhöhen? Haben wir experimentell verifiziert? Geht. Also ganz positive Belege dafür. Was wir noch gemacht haben, ist ein neuartiges Seespiel, ein Sportspiel für Sehgeschädigte, das nennen wir Blindminton. Das ist das Badminton für Menschen, die nicht sehen können. Da können Sie mal hier sehen, wie ich ein paar Bälle, die jetzt virtuell angeflogen kommen, zurückspiele. Ich halte einen Schläger in der Hand. Hier sehen Sie in der Visualisierung, wie der Ball langsam anfliegt und da schlage ich ihn zurück. Vielleicht sehen Sie, dass ich die Augen geschlossen habe. Sie vielleicht am besten. Und nur über das Hören mich orientiere, um zu schauen, wo ist der Ball. Nun fliegt er sehr hin und her, deswegen bin ich irritiert. Über die Pulsrate höre ich, dass er langsam näher kommt. Links und rechts kann man im Stereobild hören, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht so gut hörbar. Und die Idee dahinter ist natürlich jetzt, dass wir gerne zwei Nutzern mit einem Mobiltelefon per Bluetooth miteinander paaren wollen, sodass sie im Park einfach ein Blindminton-Spiel spielen können und sich sportlich verbinden können und dadurch auch Teilhabe haben am Ballsport. Ich glaube, die Kopfgestensonifikation, die überspringe ich jetzt mal. Was ich Ihnen zum Schluss noch zeigen möchte, ist zwei Ideen für die Verwendung von akustischem Feedback zum interaktiven Monitoring. Diese Anwendung hier von Till Bovermann und René Tünnermann, beide aus unserer Bielefelder Gruppe, die schlägt eine auditive Augmentierung vor. Wir haben ständig Klänge, wenn ich hier eine Taste drücke, dann höre ich ja unmittelbar, dass es dabei einen Klang gibt. Diese Klänge sind nicht sehr informativ, außer ich höre vielleicht, wenn ich die Taste stärker drücke, dass es einen lauteren Klang gibt. Wie wäre es, wenn man solche Klänge, die tatsächlich sowieso da sind, überschreibt oder erweitert um Klänge von Daten und Informationen, die einen interessieren? Und das macht diese Auditory Augmentierung. Sie sehen hier an dieser Tastatur hängt ein Kontaktmikrofon. Das nimmt einfach den Klang der Tastatur auf und in Abhängigkeit von externen Daten wird dieser Klang dann in Echtzeit gefiltert und leise über Boxen hinzugespielt, sodass man einen anderen klanglichen Eindruck hat. In diesem Fall sind die Daten Wetterdaten und wir hören hier mal verschiedene Wetterinformationen, während man tippt. Ich mache das mal deutlich lauter, als man es selber hören würde. So klingt halt eine Tastatur. Ein anderer Klang der Tastatur bei kalter und feuchter Luft. Jetzt ist aber jetzt. Negative Temperaturen und windig. Ein anderes Erringen von der Tastatur, wenn es sehr warm ist. Ne? Und nun muss man dabei im Hinterkopf behalten, dass diese Klänge ganz leise sind.
Es ist nicht lauter als das normale Tastaturgeräusch. Ne? Und wenn man jetzt sich vorstellt, an der Tastatur hängt sozusagen eine Vorhersage, wie ist, regnet es draußen in 15 Minuten, ja oder nein? Und man tippt sein Paper und merkt, auf einmal wird der Ton anders. Dann weiß man, jetzt ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, schnell noch nach Hause zu fahren, bevor man durch den Regen muss oder sowas. Ne? Solche, oder wenn man sich jetzt interessiert für einen Trader, der sich interessiert für die Apple-Aktie. Der kann dann, sobald sich die Apple-Aktie verändert, merken, der Klang verändert sich und schnell in den Handel gehen und muss nicht alle 3 Sekunden seine Arbeit unterbrechen und gucken, wie ist denn gerade der Börsenkurs. Das hält also sozusagen unsere primären Ressourcen frei für die Primäraufgabe, die wir betreiben. Und trotzdem erlaubt es uns, Daten zu monitoren. Da der Klang aber immer daran hängt, dass man selber eine Aktion macht, ist er weniger störend, als wenn im Hintergrund alle 3 Sekunden irgendein Ping mich informieren würde, wie ist der Aktienkurs. Ne? Denn Klänge, die gekoppelt sind an eigene Interaktion, die integrieren wir sehr gut in unsere Wahrnehmung. Die stören uns nicht. Es stören uns eher Klänge, die andere machen, ohne dass wir da involviert sind. So, und um jetzt nicht zeitlich zu überziehen, komme ich vielleicht zu einer schnellen Zusammenfassung. Wir haben jetzt eine ganze Reihe von auditiven Displays im Schnelldurchgang mal reingehört. Dass unser Hören funktioniert eigentlich immer so, dass wir am Anfang explorativ hören. Und je mehr wir im Umgang mit dem Gehörten erfahren sind, desto mehr gehen wir zu einem kategorischen Hören. Wenn wir auf die Welt kommen und hören Kraftfahrzeuge, dann sind das erstmal nur Geräusche. Wenn wir aber eine Zeit lang das kennen, dann hören wir sofort, ach, das war ein Porsche, das war ein Motorrad und das war ein LKW, der da vorbeigefahren ist. Also dieses Kategorieren setzt einfach automatisch ein. Und man sollte sich bewusst sein, dass diese Veränderung der Wahrnehmung mit dem auditiven Lernen passiert, vom explorativen zum kategorischen Hören. Wir etablieren sozusagen auditive Gestalten. Das ist zwangsläufig. Das passiert einfach im Zuge des Verwendens unseres Gehörs. Und wenn man das berücksichtigt, dann kann man auch gleich mit berücksichtigen, dass das Gleiche auch multimodal passiert. Dass wir im Zuge des Umgehens mit Interfaces, ich sag mal, beim Erlernen eines Musikinstruments, da nutzen wir den Visus sehr stark, weil wir gucken, was machen unsere Finger und was sagen die Noten. Wenn wir erfahren sind mit dem Musikinstrument, schließen wir sogar die Augen und geben uns dem Klang hin. Das verändert sich etwas auch in der multimodalen Balance. Und diese Abhängigkeit von Expertise und von Erfahrung sollte man beim Design von akustischen Schnittstellen mit berücksichtigen. Auditive Displays haben einigen Anwendungen gezeigt, bieten uns die Chance, mehr im Kontakt zu sein mit der Information, ein höheres Gewahrsein zu haben. Und dabei gibt es eben auch Wege, die das ermöglichen, wobei dann die Störung möglichst gering gehalten wird. Dann möchte ich einfach mal postulieren, digitale Umgebungen können eben auch eine eigene multimodale Erfahrbarkeit entwickeln. Was soll der Klang eines Datenpunkts sein? Dafür gibt es kein Beispiel, weil Datenpunkte gibt es in unserer Welt eigentlich nicht. Nun können aber über diese modellbasierte Sonifikation Daten ihre eigene Klanglichkeit bis hin zu einer eigenen Datenästhetik, Klangästhetik entwickeln, die dann nicht natürlich zwangsläufig einem natürlichen Klang entspricht. Und wer weiß, wie in 20 Jahren typischerweise Menschen im Umgang mit dem Computer Daten wahrnehmen. Also da haben wir ja auch eine große Chance, Standards zu etablieren, die hilfreiche Informationen einweben, die vielleicht aber auch in eine Richtung zeigen, die ein universelles Interface macht, sodass auch Menschen mit Beeinträchtigung oder Sehschädigung zum Beispiel gut mitgenommen werden in der Entwicklung solcher neuen multimodalen Schnittstellen. Und zum Schluss noch ein paar Empfehlungen für die Anwendung von Sonifikation, insbesondere in Anwendungen für Sehgeschädigte. Man sollte bei dem Design, ist meine Erfahrung, immer bedenken, dass der Klang, den man künstlich einbringt, interferiert mit unserer akustischen Umgebung. Wir sind nie in Umgebungen, die still sind. Irgendwelche Klänge gibt es immer. Und wenn es die eigenen Herz- und Atemgeräusche oder Kleiderraschelgeräusche sind. Es gibt immer Klänge und die haben ihren Wert, auch wenn wir ignorant sind und gar nicht sie wertschätzen und sie für irrelevant halten. Sie sind, und ich würde denken, gerade für Blinde von hohem Wert, weil das ist der Primärkanal. Und in diesem Kontext muss man immer sehen, die Sonifikation oder was auch immer man einbringt an Klang, trifft auf einen Kontext. Und solche Informationen sollten geprüft werden, sind sie relevant? Und wenn, dann sollten sie mit den Sonifikationen koexistieren können.
Beispiel, wenn man jetzt Informationen sprachlich darstellt, dann interferiert das mit Sprachsignalen, auf die der Nutzer gerade achtet, vielleicht in der Umgebung. Dann ist das eigentlich ungünstig, ne? Und wichtiger Punkt, auditive Displays können eben auch tatsächlich schaden und gefährden, auch wenn sie anders gemeint und gedacht sind. Eine Sonifikation, die den Nutzer zwingt, einen geschlossenen Kopfhörer aufzusetzen, während er als blinder Mensch eine Straße überqueren soll, ist hochgradig fahrlässig. Das kann lebensgefährlich sein. Das wäre so ähnlich, als würde man einen Autofahrer zwingen, während er eigentlich die Straße beobachten sollte, unten irgendwo auf ein kleines Display zu gucken. Das kann eine große Gefahr darstellen und damit sollte man sehr, sehr sorgfältig sein und zu überprüfen und überlegen, was man in den akustischen Raum einführt. Nun, evolutionär wird es sicherlich auch eine Selektion kommen und eine Weiterentwicklung von Techniken einfach durch den Nutzer. In der Natur gibt es das auch, dass Klänge und auditive Interfaces evolutionär sich verändern. Zum Beispiel Tierstimmen, Vögel werden in Stadtgebieten von Generation zu Generation lauter und verschieben ihren Frequenzbereich, um sich besser gegen den Straßenverkehr durchzusetzen. Vögel selber und andere Tiere allozieren sehr fein aufgeteilt unterschiedliche Frequenzbereiche, um nicht zu interferieren. Das Problem haben wir, dass wir am Anfang, wenn wir mit Sonifikation starten, möglicherweise unser erster Entwicklungsschuss daneben geht und wir was Ungünstiges machen. Deswegen ist Sonifikation in dem Bereich meiner Meinung nach immer ein sehr iterativer Designprozess, in dem wir vor allen Dingen, wenn wir das erste Mal die Interfaces in situ testen, viel beobachten und zuhören sollten und die Probleme der Nutzer und Nutzerinnen sehr ernst nehmen und dann in der nächsten Iteration versuchen, dort bessere Lösungen zu finden, bis man hoffentlich irgendwie evolutionär zu etwas konvergiert, was nützlich ist und wenig beeinträchtigt oder stört. Ja, nun habe ich meine Zeit fast aufgebraucht, aber ich würde mich freuen, wenn Sie noch ein bisschen Lust haben, mitzudiskutieren. Vielleicht haben wir aber auch als Startpunkt erstmal eine ganze Reihe von Fragen, die ich jetzt hiermit aufgeworfen habe, oder Kommentare. Auf jeden Fall danke ich Ihnen schon mal Ihre Aufmerksamkeit.